Hallöchen Leute, willkommen zu diesem neuen Projekt mit mir, Friends LP von Together LP. Und ja, es ist soweit, ich habe es schon in viermal angekündigt. Es ist soweit, ich mache es trotzdem noch, obwohl vier läuft. Ich habe mich entschieden, mach es einfach, Junge, du schaffst es, du bist gut. Und deswegen mache ich dieses Let's Play hier auch. Also, die Zigarette ist ausgekauft, das heißt, das ist das übliche Zeichen. Wir können los, anfangen mit dem Spiel. Das Spiel ist für mich einer der besten verdammten Scheißspiele, die ich je gespielt habe. Es lohnt sich zu kaufen und was auch immer. Und bevor ich mich hier verquatsche und so weiter und so fort, wir fangen hier jetzt einfach an direkt mit Dragon Age 2. Und ja, was man zu diesem Spiel sagen kann, es ist ein sehr langes Spiel. Ich werde 100% machen. Es ist leider nicht blind, weil ich, wie ich schon gesagt habe, bestes Spiel forever, also bestes Spiel. Einer der besten Spiele, die da rauskommen sind, ist das für mich. Ich stehe eigentlich nicht hier so auf Rollenspiele, das einzige Rollenspiel, was ich wirklich hier aktiv gezockt habe, war WoW. Von dem wird es auch vielleicht irgendwann noch ein Let's Play geben und ich werde ein paar Raids von mir aufnehmen, meinen Kumpels, mit meiner Gilde. Also wird erst passieren, wenn der neue Content-Patch draußen ist, wer sich mit WoW auskennt, weiß, was es ist, aber vorher nehme ich nicht, weil ich vorher nicht mein Account wieder aktivieren werde. Und ja, wir sehen hier Magier, Krieger und Schurke zur Auswahl. Ich nehme einen Krieger. Ich habe keinen Krieger noch nicht gespielt. Und jetzt kommt das Intro, das heißt, ich halte meine Klappe und mache hier die schönen Ansagen. Und ja, und so. EA präsentiert. Eine epische BioWare-Produktion. Ich wurde auch schon freundlich eingeladen. Ich bin Cassandra Pendergast, Sucherin der Kirche. Und nach was genau sucht ihr? Dem Champion. Welchem? Ihr wisst genau, warum ihr bin. Es wird Zeit, dass ihr anfangt zu reden, Zwerg. Angeblich sollt ihr ziemlich gut darin sein. Was wollt ihr wissen? Alles. Und zwar von Anfang an. Dragon Age 2. Ja, jetzt werden wir noch ein kleines Tutorial so auf die Art spielen. Und das sehen wir hier. Eine kleine Szeneinstellung, die jetzt hier nicht so wichtig ist. Also, auf jeden Fall, was ich werde nichts von der Story spoilern und wir fangen hier einfach an. Mach es fertig. Du bist es. Der noch keinen Namen hat, den ich mir dann noch überlegen muss. All dieses Blut. Sieht man schon, wir haben die erste Spezialattacke, das ist hier der mächtige Schlag. Und wir machen hier schön Kebab. Ja. Also sehr blutrünstig ist auf jeden Fall das Spiel, das gefällt mir auch sehr am Spiel. Es ist einfach cool. Und ich muss noch kurz den Sound auf mein Headset leiser stellen, weil es gerade ein bisschen auf mein Headset sehr laut ist und in der Aufnahme ist es dann wieder so leise und man versteht nicht. Deswegen habe ich jetzt einmal ein bisschen leiser gestellt. Wir können nicht ewig so weitermachen.
Ich bin bei dir, sie aber auch nicht, dann kämpfen wir. Wir werden es schaffen, gemeinsam. Da kommen sie. Soll ich mich um sie kümmern? Tu es, ich kümmere mich um sie. Du gestattest? Macht euch bereit! Boom, Kebab. Ja, es gibt ja hier auch die Erweiterung, das Vermächtnis. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich die auch zocken werde, weil ich da eigentlich so mein Problem habe, mit Kreditkarte zu zahlen. Ich arbeite zwar, aber ich habe noch nicht meine Kreditkarte, deswegen ist das noch ein kleines Problem. Ich weiß auch nicht, ob ich das mit Paysafe zahlen kann. Und ich bin auch so eher nicht der Typ, der hier gerne mit Kreditkarte zahlt. Weil es einfach den Grund hat, da hat es diese Aktion gegeben mit dem PlayStation und da wurden halt Kontodaten rausgenommen. Ich weiß nicht, ob das auch bei EA möglich ist. Und ja, hier haben wir unseren Freund. Oh, ich hab Hunger. Ja, auf jeden Fall, er ist sehr sexy. Ja, keine Ahnung. Mich geht der Boss vielleicht so ein bisschen mit der gerade. Also das Spiel wird nach einer Zeit ziemlich anspruchsvoll auch noch. Haben wir da ein Drache? Oh mein Gott! Ist das ein verderbter Drache? Ist das ein Drachen voller Verderbtheit? Wir wissen es nicht. Unsinn, so hat es sich nicht ereignet. Entspricht das etwa nicht dem, was ihr gehört habt, Sucherin? Ich interessiere mich nicht für Geschichten. Ich suche die Wahrheit. Wieso denkt ihr, ich kenne die Wahrheit? Lügt mich nicht an! Ihr kanntet ihn schon noch, bevor er zum Champion wurde. Selbst wenn, weiß ich dennoch nicht, wo er jetzt ist. Wisst ihr überhaupt, was hier auf dem Spiel steht? Lass mich raten. Eure kostbare Kirche liegt in Trümmern und hat die Welt an den Rand eines Krieges gebracht. Und ihr braucht die einzige Person, die das wieder in Ordnung bringen kann. Der Champion stand im Zentrum all dessen, als es begann. Wo er auch sein mag, erzählt mir bitte alles, was ihr wisst. Habt ihr keine Angst, ich könnte einfach etwas erfinden. Ganz bestimmt nicht. Jo. Ihr müsst die ganze Geschichte hören. Ja, also sozusagen, was sich gerade abgespielt hat, das war so eine Art Lüge, die er halt erfunden hat gerade, um den Champion, den wir sind, zu schützen. Das werden wir dann später alles erfahren. Ja, auf jeden Fall, ich werde mich jetzt keinen großartigen selber stellen. Denn ich finde, das ist ein bisschen unnötig. Ich werde hier einfach die Namen eingeben. Wie nennen wir ihn? Friends LP. Ja. Einfach spiele ich, weil es ist einfach die geeignete Schwierigkeit von Let's Plays. Die Verderbnis kam über Ferelden. Dunkle Brut strömte aus der Wildnis und prallte bei den Ruinen Ostergars auf die Armee. Die Schlacht war verheerend. Von seinen engsten Vertrauten verraten, fiel König Kaelin gemeinsam mit seinen Männern. Ungehindert marschierte die Horde dem Dorf Lothering entgegen. Das Dorf brannte und viele Unschuldige fanden den Tod. Die Familie des Champions konnte gerade noch fliehen. Ja, das war sozusagen ein kleines Statement über Origins. Das soll ich auch mal let's playen, aber jetzt nicht, denn hier ist Dragon Age 2. Ja, man sieht unsere Schwester ist Magierin. Er ist auch ein Krieger, aber es hat dann alles später noch eine Bedeutung, eine größere.
Ich glaube, das waren alle. Zumindest vorerst. Beim Erbauer, wir haben alles verloren. Alles, was euer Vater und ich aufgebaut haben. Es tut mir leid, Mutter, sie ist positiv verschwenden Zeit. Zumindest sind wir noch am Leben. Das ist doch auch schon mal was. Ja, du hast recht. Wir hätten früher fliehen sollen. Warum haben wir so lange gewartet? Was siehst du uns an? Wir sind schon seit Ostagar auf der Flucht. Wir müssen hier weg. Hört mir mal genau zu. Die dunkle Brut kann jeden Moment hier sein. Sie ist schon hier. Bitte, hört auf euren Bruder. Dann lasst uns gehen. Übernimm die Führung. Ja, ich bin der Führer. Ach, ich liebe solche Wortspiele. So. Jetzt hier noch ein bisschen die Leichen plündern. Das kann ja nie schaden. Hallo. Ah, die Leiche hat keine Special Attacks mehr. Ey, was war meine IP? Und was für ein Zufall, Level Up. Dann tun wir hier gleich mal skillen und die Punkte verteilen. Attribute. Stärke. Ach, machen wir hier mal ihm stark und ein bisschen Willenskraft, dass er Ausdauer bekommt. So. Hier haben wir Waffen und Schild, Vorreiter, Verteidiger, Zweihändig, Kriegstreiber und Schlachtmeister. Ich werde jetzt hier mal auf Zweihändig gehen. Leider gibt es ja hier nicht mehr wie bei Origins den Skill 2 einhändig, das ich eigentlich ganz nett fand, weil ich immer 2 einhändig gespielt habe. So, was haben wir hier? 5? 4? Okay, ich muss jetzt ein bisschen vergleichen, okay, die schlechten und das sind halt die Schilder, die ich nicht will. Ja, ich bin so langsam. Moment. Wo gehen wir hin? Weg von der dunklen Brut, wohin sonst? Und der Typ ist ein kleiner Klugscheißer. Ich sag's euch. Der ist ein Klugscheißer und sie ist hier eher die Schüchterne und was weiß ich. Wo auch immer wir hingehen, das Wichtigste ist, dass wir zusammenbleiben. Wir könnten nach Kirkwall gehen. Kirkwall? Hältst du das wirklich für klug? Kirkwall ist voller Templer, Mutter. Das weiß ich, aber wir haben dort noch immer Familie und ein Anwesen. Dann müssen wir nach Gwerin und uns dort ein Schiff suchen. Falls wir so lange überleben. Ich wäre schon glücklich, wenn wir einfach hier rauskämen. Seid vorsichtig! Na los, du bist der Champion. Und ja, okay. Wen haben wir da? Einen Templer. Keiner macht.